Wenn eine Ambulanz schließen muss, bedeutet das nicht zwangsläufig etwas Positives. Im Fall der Tübinger Fieberambulanz, die nur noch bis einschließlich dem 15. Juli geöffnet ist, allerdings schon. Denn der Anlass sind die niedrigen Infektionszahlen und wenigen Corona-Neuinfektionen. Ursprünglich wurde die Corona-Teststation vom Landkreis aufgebaut und vom Deutschen Roten Kreuz betrieben, um die Arztpraxen während der Corona-Hochphase zu unterstützen. Außerdem konnte mithilfe der Teststation die Notaufnahme des Klinikums wirksam entlastet werden.